So, hallo Sepp. Hallo. Was ist los? Ist da? Der Hans-Peter ist ja wieder da, ja, gell? Ja. Aber irgendwie will er mit mir nicht sprechen. Naja. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Real Farming. LS19 Meets RP. Ich bin mal gespannt, was heute so passiert. Ich wollte eigentlich mit dem Sepp mal sprechen. Mit dem Hans. Stimmt, fällt mir gerade wieder ein. Mit dem muss man nämlich. Oh. Da muss man aber aufpassen hier. So. Mal kurz den Case hier angucken vom. Oder Hans-Peter. Herr Reinhardt. Ja. Wo sind Sie denn? Hallo? Hallo. Warum klingelt denn Ihr Telefon weiter, wenn Sie eigentlich da sind? Hallo. Moment, ich war gerade mit dem Herrn Reinhardt im Gespräch. Ach so. So, jetzt Herr Reinhardt. Ich muss mir ein neues Telefon kaufen. Ja, das glaube ich aber auch. Das nervt nämlich ein bisschen. Ja, ich habe auch gerade ganz stark Kopfschmerzen. Ja, die gehen vorbei. Was wollten Ja. Sie denn? Ja, ich wollte Sie eigentlich nur fragen, ach so, ob der Händler da ist. Aber ich glaube, weil ich meine, Sie sind beim Händler. Ja, ich bin beim Händler, aber wenn Sie den erreichen müssen, dann schreiben Sie ihm doch mal eine Nachricht, dass er Sie anruft. Ja, ich fahre zu ihm. Ich wollte nur wissen, ob sich's lohnt. Ja, das lohnt sich. Gut, dann bis Okay. später. So, Herr Peter. Ja. Mit Ihnen wollte ich schon die ganze Zeit mal sprechen. Irgendwie sind wir nie dazu gekommen. Nee, ich habe auch viel zu tun. Achtung, passen Sie auf. Ich weiß nicht, ob der Österreicher hier gut Auto fahren kann. Ja. Was wollen Sie? Ich wollte einfach mal fragen, wie es Ihnen geht und was Sie denn so Günstiges im Angebot haben. Also mir geht's prinzipiell immer super, wenn ich als Händler arbeiten darf. Ja, das ist perfekt. So, Und die Geschäfte laufen auch gut. ja. Wird jetzt immer weniger, aber es ja, Okay. läuft. Und haben Sie irgendwas zu arbeiten für mich? Ich bräuchte mal wieder ein bisschen. Zu arbeiten. Aber wo wir gerade über Arbeiten sprechen, fällt mir ein. Ich muss mal gerade, wenn ich auf meinen Kontostand gucke, irgendwie fehlt da was. Ich muss mal gerade das Bauunternehmen dann nochmal anrufen. Ja, ich guck mal, was ich für Sie zu tun Okay, gut. Also wenn Sie was finden, dann geben Sie mir Bescheid. Ich gehe mal kurz telefonieren. Ja, ich glaube, ich habe da was von den Nachrichten mit dem Bürgermeister gesehen. Aber bin mir nicht sicher. Okay, wie Ich gesagt, ich glaube, gehe der hat mal. da irgendwas vor, ja. Geh mal kurz telefonieren. Jo. So. Hallo, Herr Knoll. Grüß Gott, Herr Varuna. Mir ist gerade was eingefallen. Ja. Haben Sie was vergessen? Also lassen Sie mich kurz meine Notizen durchlesen. Ah, Ihre Bezahlung. Jawohl, ich habe nämlich auf meinen Ja, stimmt, Kontostand geschaut, stimmt. dann dachte ich, da fehlt doch noch was. Ja. Ich habe Das habe ich extra letztes Mal nochmal. nicht mehr geschafft. Ich Okay. wollte Sie aber mal fragen, was Sie sich so vorstellen. Was ich mir so vorstelle. Nee, ich glaube, die Bäume sind sehr hochwertig, weil die sind sehr gerade gewesen, die ich da rausgezogen habe. Bis auf den einen krüppeligen, der da am Rand liegt. Von dem her würde ich sagen, keine Ahnung, 500 pro Wie Baum. 500 pro Baum. Ja. 500 pro Baum. Sie haben 31 Bäume haben Sie31 waren es zusammengeschnitten. genau. Ich habe zwar eine Weile gebraucht, bis ich durchgezählt hatte, aber das vergessen wir mal lieber. Okay, 500 pro Baum. Das klingt schon mal nicht schlecht.
Dann schauen wir gleich nochmal, was wir da machen können. Geld am Hof überweisen. Oh, das ist aber eine stattliche Summe, hey. Zufrieden? Ja, das hört sich gut an, das sieht gut aus. Da freue Ja, ich dann. mich. Dann Perfekt. bedanke ich mich für die gute Bezahlung und vielleicht komme ich Bitte, die bitte. Tage nochmal auf Sie zu, falls da noch Arbeit liegen Auf hat. jeden Fall melden, wenn Sie Arbeit suchen, und wir haben sicher immer was für Sie. Gut, dann wünsche ich noch ein gutes Gespräch. Perfekt. Auf Wiederhören. Tschüss. Herr Maruna. Ja, Herr Peter. Ich hätte eine Arbeit für Sie. Ja. Oder erstmal eine Frage. Kommen Sie mal mit zu meinem alten Schmuckstück. Ach, das ist da Das wohl draußen. und da. Ja. Herr Peter? Ja. Herr Peter? Ja. Haben Sie gleich Zeit für mich? Ja, habe ich gleich. Okay. Dann. So. Wissen Sie zufällig, wie diese Seilwinde funktioniert? Ja, das weiß ich. Ja, wie können Sie mir das mir vielleicht mal erklären? Also, warten Sie mal, ich guck mal, ob ich hier. Ich kann nicht einsteigen. Boah. Warte, ich muss Ihnen mal. Bleiben Sie mal stehen, ich gebe Ihnen mal die Schlüssel. Oh, gucken Sie Boah, mal. das sieht geil aus. Aber gucken Sie mal die Ja, Zapfwelle an. schauen Sie. Gucken Sie mal die Zapfwelle an. Ja. Da müssen Sie mal nach dem Lager schauen lassen. Die Ja? vibriert ziemlich stark. Also Oh das ja. sieht nicht normal aus. Das sieht wirklich nicht gut aus. Also die ist ein bisschen zu stark. Und zwar nicht mal. Warten Sie, lassen wir mal gucken. Nee, komplett. Also da würden Sie beste mal die Zapfwelle tauschen, glaube ich. Okay. Aber Okay. weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich noch so viele Zapfwellen für diesen Traktor finde. Ja, dann müssen Sie Also. vielleicht mal ein Modell weitergehen. Vielleicht zum Hürlimann oder so. Das ist ja, glaube ich, eine Stufe danach. Der auch? Also, Also ich wenn würde Sie. sagen, das ist eine. Ich glaube, da könnte man noch irgendwas zuschneiden. Ich glaube nicht, dass das so. Ja, Das ist das dann zwar könnte sein. nicht perfekt, aber. Da müssten Sie sich dann mal an den Racex wenden, an den Jürgen, Ja. wenn der da ist. So, Herr Peter, steigen Sie mal ein. Ja. Ich glaube, ich weiß wieder, wie es geht. Aber Jetzt wie drücken Sie mal rutsche ich hier V, eigentlich die ganze Zeit? Wow. den V-Hebel, genau. Jetzt fahren Sie noch einen halben Meter zurück. Achtung, kommen Sie. Kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie. Halber Meter, das ist Noch doch ein kein bisschen, halber noch ein Meter. bisschen. Stopp! Ein bisschen vor wieder. Gut. Ja, war Ach, wohl. So. sind diese Taifun nicht die Teile, wo man dieses Kabel ziehen muss? Genau. Jetzt, Boah. jetzt kommen Sie raus. Ja. Jetzt gehen Sie mal hier an den Baum und dann befestigen Sie mit B die Kette. Wenn es nicht geht, dann müssen Sie die Taifun erstmal anschalten. Diese ist man nicht an. Die ist an. Da gibt es irgendwie sowas noch. Aber ich Ich bin gerade am glaube. Überlegen, haben Sie hier überhaupt die Grundstücksrechte? Muss man da nicht noch so einen Hebel Umschalt G drücken, bevor das geht? Nee, eigentlich Also so nicht. doch. Warten Sie mal, ich probiere mal. Sie können ja mal den Hebel drücken, wo auch immer Sie Nichts sind. tun. So, Moment. Eigentlich ist es Außer einfach. hier kann ich nur die O-Taste drücken. Nee, O brauchen wir nicht. Ich guck mal Also gerade wenn im ich Handbuch nach. ja. Umschalt G kann ich sie Ah, warte. benutzen, ne? Jetzt glaube ich hab's. Nee. Also mit Umschalt G kann ich sie benutzen, ne? Moment. Lassen Sie mich mal hier ran, Herr Reinhardt. Ja. Ich halte mich da komplett raus. Also ich hatte mal. Jetzt, oder? Ihr Ja, hat was probieren Sie mal. funktioniert. Also Da im ist aber nicht. Handbuch ist ein bisschen komisch. Also ich hatte so einen auch mal, da musste man so einen Hebel Umschalt G drücken. Nee, das kenne ich gar nicht. Also ich kenne die so. Warten Sie mal, ich fahre mal gerade ein Stück vor. Achso, Ah, Sie haben Moment, die. ich konnte es gerade machen. Na, was soll denn das? Also Warum ich fährt kann. denn Ihr Traktor immer rückwärts? Gaspedal. Das Wir klemmt. müssen den Rückwärtsgang einlegen. Ne, den hatte ich drin, dann bin ich vorwärts gefahren.
Nee, ich weiß auch nicht. Also, dann bin ich überfragt. Einen Moment. Also, ich musste Umschalt G normalerweise drücken. Ja, wir hören sie schon, Herr Reinhardt. Aber warum das nicht geht? Ich kann, also, wenn ich das so mache, geht das. Ich hatte so eine Seilwinde nämlich auch mal. Da fällt mich doch hier an. Also, Umschalt G, sagen sie. Und dann steht bei mir einfach verändert. Sie können jetzt Winde 1 betreiben. Aber ich kann den trotzdem nicht anhängen. Lassen Sie mich mal hier ran. Normal kam da immer, die konnte ich den Haken, hatte ich dann den Haken und konnte da was dranhängen. Ich auch eigentlich. So, naja. Okay. Herr Peter, Sie hatten noch einen Auftrag für mich oder nicht? Ja, sonst hier die Bäume wegmachen, aber es hat jetzt eigentlich das Bauunternehmen gemacht, wo ich das jetzt eigentlich nochmal anrufen muss. Wann kann ich denn? Okay. Ja, dann. Herr Peter? Wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Haben Sie Zeit für mich? Ja, habe ich. Tschüss. Kommen Sie mal bitte mit. Tschüss, Herr Bruno. Okay, Bäume wegmachen. Also wir haben einen Haufen Geld gekriegt. Ich würde ja gerne mit dem Bürgermeister reden. So, warte mal. Ich fahr mal kurz ein bisschen was gucken. So. Weil, ich habe im Internet einen Hof gefunden, der zu verkaufen ist. Also ich muss mir ja irgendein Standbein aufbauen. Ich weiß nur noch nicht, was genau wir da unternehmen sollen. Ich fahre mal kurz zu dem Grundstück, das im Internet gestanden ist. Und wir müssen natürlich dran denken, wir haben ja unsere Partei gegründet, also die ist noch nicht richtig gegründet, ja. Wir müssen da noch eine Parteizentrale irgendwie mal eröffnen. So, hier sind wir, glaube ich, schon. Oh. So. Soll das hier abschrecken? Also ich bin mir ja nicht ganz sicher. Aber. So, um das gute Grundstück hier handelt es sich nämlich. Und im Grundbuch, wenn wir da mal nachgucken, steht es drin mit 67.000. Und unser Kontostand ist 35.000. Also das könnten wir uns fast schon leisten. Ist nicht zu laut hier? Ja. Muss man gerade gucken, wie weit das Grundstück geht. Also die Bäume hier, die gehören noch dazu. Hätten wir hier sogar eine große Wiese. Also da muss ich mal mit dem Bürgermeister reden. So, dass wir hier vielleicht können wir hier so einen kleinen Hof eröffnen. Ich sehe es schon. Ich sehe es hier schon. Ja, hier so ein schönes, so eine schöne Halle für unsere Fahrzeuge. Dann drüben vielleicht ein Häuschen. Vielleicht hier ein Häuschen. Und ja. Also ich möchte auf jeden Fall so ein bisschen Tiere machen. So. Naja.
Aber der Bürgermeister, der ruft ja leider nicht an. Dann fahre ich mal zum... Gucken, ich brauche noch Arbeit. Vielleicht... Die Bezahlung war richtig gut. 19.000 haben wir gekriegt vom Bauhof. Vielleicht gehe ich doch nochmal zu dem und arbeite einen Tag für den. Weil sonst... Puh. Weiß auch nicht, das wird sonst... Sonst kriegen wir kein Geld rein. Mal gucken, ob der Bürgermeister noch beim Händler ist. Rechtzeitig gebremst. Oder ich mach die Arbeit für den. Hallo. Hallo. Ihr Telefon ist wirklich kaputt, glaube ich. Das glaube ich auch. So, aber jetzt habe ich leider gerade nicht mehr so viel Zeit. Ich nur noch ein paar Minütchen. Meine Frage wäre, ob wir uns nächsten Morgen vielleicht mal bei einem Grundstück treffen könnten. Ach, Parzellenkauf? Vielleicht. Wollen Sie übrigens einen eigenen Hof aufbauen? Ich hätte da so einen zum Verkauf. Sie hätten einen Hof zu verkaufen? Das ist gut. Vielleicht ist es der gleiche Hof. Also ich würde sagen, Hoffläche. So eine Hoffläche. Ich würde sagen, wir treffen uns dann später. Vielleicht mal bei Hof 3. Das wäre der Hof, der mir, wo ich Interesse dran hätte. Ja, können wir machen. Der steht sogar zum Verkauf. Ah, perfekt. Gut. Also, ich nur so ein kleiner Tipp. Wollen Sie selbst in die Landwirtschaft einsteigen? Das können wir dann nächstes Mal besprechen. Weil... Also ich würde sagen, dann treffen wir uns so 14:45 Uhr bei dem Hof. Könnte ziemlich knapp werden, aber ich versuch's. Aber dann machen wir halt 15 Uhr. Ich warte im Notfall nochmal auf Sie. Okay, weil ich muss Sie gerade unendlich durch die Gegend fahren und Schilder kaufen oder ach was. Okay, gut, dann bis später. Tschüss. Tschüss. So, na, das ist doch schon mal gut. Jetzt sind wir gleich wieder an dem Ort, wo wir schon mal waren. Ich weiß nicht, weshalb das hier nicht funktioniert. Aber gut. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Und wir sehen uns dann morgen wieder in der nächsten Folge Real Farming LS19 meets Reality. Haut rein, macht's gut.